Diese Woche dreht sich bei uns alles um erfolgreiche Kids und wie sie ihre cleveren Ideen vergolden. Und wir starten mit einem jungen Spitzenkoch. Der ist gerade mal 14 Jahre alt, aber in dem Job bereits ein alter Hase. Er gilt als einer der einflussreichsten Teenager der Welt und wurde auch schon ins Weiße Haus eingeladen. Wie schafft man sowas? Wir zeigen es Ihnen. Das ist Logan Gulev. Er ist einer der Top-Köche Amerikas. Und er ist erst 14 Jahre alt. Mit dem Kochen angefangen hat das Ausnahmetalent mit 8. Mittlerweile arbeitet er regelmäßig in diesem Spitzenrestaurant. In der Küche musst du sehr diszipliniert sein, genau deine Aufgaben kennen. Um den Job perfekt zu machen, musst du genau wissen, wo du mit deinem Gericht hin willst. Das macht den Unterschied aus zwischen einem Hobbykoch und einem Profi. Aber wie kommt ein Teenager zu einem Job in der Spitzengastronomie? Logan hat mit 9 an seinem ersten Kochwettbewerb teilgenommen. Seitdem heimst das Wunderkind ununterbrochen Preise für seine Küche ein. Forbes und das Time Magazine haben ihn zu einem der einflussreichsten Teenager gekürt. Richtig berühmt ist er in den USA, seit er die Fernsehshow MasterChef Junior gewonnen hat. Er war wegen seines Talents sogar schon im Weißen Haus eingeladen. Ich habe Präsident Obama und die First Lady getroffen. Es war großartig. Ich habe ein Foto davon. Da ist es. Damals war ich noch kleiner. Ich glaube 10. Ist dieser Junge wirklich so ein Ausnahmetalent? Oder steckt dahinter vor allem eine gut funktionierende PR-Maschinerie? Der Teenager lebt mit seinen Eltern in Memphis, Tennessee. Wir besuchen ihn bei sich zu Hause. Gerade ist der 14-Jährige dabei, eine neue Gewürzmischung für Steaks zu kreieren. Ich denke mir das ganz neu aus. So mache ich das mit allen meinen Gewürzmischungen. Unter dem Namen Logan's Rub gibt es seine Spezialmarinaden in amerikanischen Supermärkten zu kaufen, seit er 8 Jahre alt ist. Gerade sieht es für unser Team eher so aus, als würde Logan einfach nur jede Menge ziemlich exotischer Gewürze zusammenschütten. Rosenblüten aus Indien, über Guavenholz geräuchertes Salz und Kaschmir-Chili. Starkes Zeug. Das ist scharf. Die Menge an Chili sollte auf jeden Fall reichen. Okay, das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber der 14-Jährige hat einen ganz genauen Plan, wo er geschmacklich hin will. Das ist es noch nicht. Ich kombiniere ganz bewusst verschiedene Aromen und Geschmäcker. Das hier zum Beispiel gibt dem Ganzen jetzt eine gewisse Cremigkeit. Das ist für das Mundgefühl und es nimmt ein bisschen die Schärfe raus. Am besten kann man es mit Musik machen vergleichen. Jede Note kommt zu einem anderen Zeitpunkt zum Klingen. Alles klar. Für Nichtköche klingt das sehr theoretisch. So ging es auch Logans Mutter Kim, als ihr Sohn mit 8 Jahren sein erstes Rezept entwickelt hat. Das war für ein Sandwich. Wenn ich ein Sandwich mache, dann fange ich mit dem Brot an. Und Logan so zu mir, Mama, du verstehst das nicht. Du musst mit dem Konzept beginnen. Ich sag, was für ein Konzept? Es ist ein Sandwich. Und das hier ist ein Steak. Und was für eins. Unser Team will sich versichern, wie gut Logan tatsächlich kocht. Zum Steak serviert Logan noch eine süßlich-rauchige Soße. Wow, das ist sehr gut. Die Gewürze unterstreichen mit ihrer Blumigkeit den Fleischgeschmack. Perfekter Garpunkt. Außergewöhnliche Würze. Der Teenager kocht wie ein ganz großer. Es ist schon frustrierend zu wissen, dass er ein besseres Essen macht als ich. Die Küche ist eigentlich meine Domäne. Mein Part des Hauses. Mein Part. Er hat mir die Küche gestohlen und jedes Regal übernommen. Jedes Gewürz, alles. Logan arbeitet aber nicht nur an seinen Gerichten, sondern auch daran, selbst zur Marke zu werden. Er will ein berühmter Fernsehkoch werden. In Kürze bringt er ein eigenes Buch heraus.
Ein Kochbuch als Comic, mit ihm als Hauptfigur. Es ist schon stressig manchmal. Du hast ständig irgendwelche Deadlines. An diesem Projekt arbeite ich schon seit einem Jahr. Und wenn du so lange an etwas dran bist, dann muss es perfekt sein. Es gibt ständig Kleinigkeiten, die noch geändert werden müssen. Es ist das gleiche wie mit meinem Essen. Das soll perfekt sein. Das Einzelkind hat einen extrem straffen Zeitplan. Damit er mehr Auftritte und Pressereisen wahrnehmen kann, unterrichtet seine Mutter ihn zu Hause. In den USA geht das. Logans Level entspräche der 9. Klasse. Er lernt für seinen Highschool-Abschluss. Freunde lernt man beim Homeschooling aber schwierig kennen. Er ist daher meistens alleine unterwegs. In der Vorwoche war Logan als Juror bei einem Kochwettbewerb in Indien. Am Vortag Fotoshooting an der Westküste. Jetzt der Dreh mit unserem Fernsehteam. Es kommt vor, dass ich am liebsten gar nicht aufstehen mag. Vor 2 Tagen kam ich erst aus L.A. zurück. Und heute wollte ich einfach nur schlafen. Aber dann denke ich dran, dass Leute so weit reisen, nur mit mir zu reden, um mehr über mich zu erfahren und mich in ihrem Land bekannt zu machen. Und das ist einfach unglaublich. Sein nächster Termin heute? Ein Meeting im Buchladen. Eigentlich sollte sein Kochbuch bereits im Verkauf sein. Doch die Veröffentlichung verzögert sich wegen Problemen mit der Druckerei. Die Buchhändlerin möchte sich das erste Muster ansehen. In diesem Regal soll das Buch stehen. Die Händlerin plant bereits die Signierstunde. Ich denke, das Buch wird sehr erfolgreich sein. Autoren von hier kommen sehr gut an und Logan ist berühmt in der Gegend. Es wird sich sehr gut verkaufen. Die erste Auflage erscheint mit 2500 Exemplaren. Kim Gulev, Logans Mutter und Managerin, hält sich im Hintergrund, ist aber bei allem Geschäftlichen permanent präsent. Inzwischen ist es später Nachmittag. Andere Teenager haben jetzt Freizeit. Logan muss wieder in die Küche. Er gibt Kochkurse in einem Feinkostladen. Für seine treuesten Fans. Er liefert, worauf das Publikum steht. Wie lange kochst du schon? Ich koche, seit ich 2 bin. Also seit 12 Jahren. Und was hast du gekocht? Kaffee für meine Mama. Seit seinen Auftritten in einer Primetime-Kochshow im amerikanischen Fernsehen gibt es Logan-Fanclubs und Fanpages. Es ist total beeindruckend. Er ist inspirierend und so ein besonderer junger Mann. Mit einer ganz offensichtlichen Liebe fürs gute Essen. Und dafür sein Wissen zu teilen. Mutter Kim macht sich einige Arbeit, damit die Fangemeinde am Ball bleibt. Dank Facebook-Livestream können auch Leute aus anderen Teilen des Landes beim Kurs dabei sein. Die Produkte, die der kleine Koch heute verwendet, stammen alle aus dem Geschäft, in dem der Kurs stattfindet. Eine Art Sponsoring-Vertrag. Oh, es ist eine Attraktion für Leute, ihn hier arbeiten zu sehen, weil er so begabt ist. Als er zum ersten Mal in den Laden kam, war er 11. Damals hat er Zutaten zusammengestellt, auf die wäre ich nie im Leben gekommen. Er sagte, ich soll probieren. Und oh mein Gott, es war großartig. Oh mein Gott, das ist absolut fabulous. Logan hat heute immer noch nicht Feierabend. Für ihn geht es weiter in die Küche dieses Spitzenlokals in Memphis. Seit er 12 ist, kocht er hier immer, wenn es die Zeit zulässt. Schwer vorstellbar. In vielen Restaurantküchen herrscht ein rauer Ton. Es ist heiß, hektisch und sehr stressig. Doch Logan brennt dafür. Offiziell darf ein 14-Jähriger in den USA bis 19 Uhr abends arbeiten. Als Koch hält sich Logan daran aber nicht immer. In der Küche musst du sehr diszipliniert sein, genau deine Aufgaben kennen. Um den Job perfekt zu machen, musst du genau wissen, wo du mit deinem Gericht hin willst. Das macht den Unterschied aus zwischen einem Hobbykoch und einem Profi. Logan ist heute für die Vorspeisen eingeteilt. Er macht frittierte Austern und Ei mit Lachscreme. Hier habe ich jetzt etwas Kaviar dazu gegeben. Das gibt einen Hauch Salzigkeit und harmoniert mit dem geräucherten Lachs. Die Anforderung an ihn, immer das perfekte Gericht abzuliefern, ist groß. Du hast eine Menge Druck als Koch. Es reicht, wenn du ein Gericht rausschickst, das nicht perfekt ist. Irgendeiner wird ein Handy dabei haben und eine schlechte Kritik posten. Es kann ganz schnell abwärts gehen. Den Spaß lässt sich Logan aber trotzdem nicht verderben. Wie fein willst du's? Ich will sie rasiert. Rasiert? Okay, dann solltest du dir einen Friseur suchen.
Du bist lustig. Und ich brauche alles. Und zwar nicht erst in einer halben Stunde. Keine Sorge. In der Küche ist Logan integriert. Die Chefin des Restaurants arbeitet schon seit 2 Jahren mit ihm. Sein natürliches Talent ist unglaublich. Er lässt es aber nie heraushängen und tut, als ob er es besser weiß. Er lässt einen zeigen, wie man selbst kocht, und dann zeigt er seine Herangehensweise. Das ist wirklich eine gute Mischung in der Küche. Heute findet im Restaurant ein Küchendinner statt. Ausgewählte Gäste dürfen mitten im Geschehen sein. Ein Trend. Logan richtet gerade seine frittierten Austern auf Polenta an. Dem 14-Jährigen gefällt es, dass seit den vielen Kochshows im Fernsehen Köche immer mehr zu Stars am Herd werden. Der Chefkoch ist nicht mehr der Typ im Hintergrund, am Schneidebrett oder am Herd. Heutzutage ist er eine Persönlichkeit, spricht mit den Gästen, bekommt Feedback, kreiert Menüs. Mehr in Richtung, schau, der Koch ist da. Er ist das Genie, das hinter dem Gericht steckt. Jetzt muss er präsentieren. Wird der Kindkoch tatsächlich dem Ruf als Genie hinter dem Gericht gerecht? Logan, was gibt's als zweiten Gang? Wir haben ganz besondere Austern vom Golf mit einer speziellen rauchigen Soße. Passt hervorragend zur Polenta. Wie finden die Gäste das Essen? Das hier sind keine Logan-Fans, sondern Leute, die pro Nase 70 Euro für ihr Menü zahlen. Köstlich! Dieser Geschmack, einmalig. Für mich mal was ganz anderes. Klingt nach einem erfolgreichen Abend für den jungen Koch. Letztendlich kommt es darauf an, dass du Spaß hast. Und dass du liebst, was du machst. Und du hast die Gelegenheit, Leute glücklich zu machen. Dein Essen macht die Leute glücklich. Aber stressig ist es. Man überlebt es. Hoffentlich. Logan Gulev, ein extrem begabter Koch und ein Junge, von dem wir in Zukunft sicher noch mehr hören werden. Denn er weiß, wie man auf sich aufmerksam macht.